Reims ist eine wunderschöne Stadt im Nordosten Frankreichs, die mit ihrem ganz besonderen Flair ihre Besucher sofort begeistert. Nur wenige Kilometer von hier entfernt entsteht nun ein 20 Megawatt Windpark, der Green Energy 3000. Inzwischen ist das erste der insgesamt 8 Windkrafträder, eine 3 Megawatt Anlage des dänischen Herstellers und Weltmarktführers Vestas, vom Typ V112 errichtet. Für den Bürgermeister von Sens-Champenoise, einem kleinen Örtchen mit nur 210 Einwohnern, ein Grund zur Freude. Seit 12 Jahren arbeiten wir an diesem Projekt. Die Reaktionen sind gut. Wir sind zufrieden, dass der Windpark Gestalt annimmt. Und glücklich, dass die Anlage bei uns gebaut wird und nicht in den Nachbargemeinden. Das Interesse im Ort ist groß. Viele kommen, um sich die Fortschritte auf der Baustelle anzusehen. Leute von hier, aber auch aus anderen Gemeinden. Die Windräder begeistern die Leute und wir freuen uns, dass diese Technik bei uns Einzug hält. Nun sollen in kurzer Zeit 7 weitere Windanlagen folgen. Bereits im November dieses Jahres wird der Bau des kompletten Windparks abgeschlossen sein und ab dann entsprechend der Prognosen jährlich ca. 59 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Damit können rechnerisch 12.500 Haushalte im Nordosten Frankreichs mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Verwaltet wird der Windpark von der Green Management 3000. Mit dem Windpark beginnt unsere Green Management ein zweites Standbein aufzubauen. Die Betreuung des Windparks erfolgt parallel über unsere Zentrale in Leipzig und unser neues Büro in Reims, das wir zum 1. Oktober öffnen werden. Unsere Tochtergesellschaft wird mit französischen Ingenieuren dieses Projekt betreuen und natürlich auch gern allen anderen Betreibern von Wind- und Solarparks in Frankreich mit ihrem Know-how in der Betriebsführung zur Verfügung stehen. Bereits 2004 entstand die Idee zum Bau der Anlage. Es folgte eine kooperative Zusammenarbeit mit dem regionalen Gemeindeverband. Dabei musste neben der Einbringung des Projektes in den regionalen Leitplan zur Windenergienutzung auch die Einspeisung ins Stromnetz geplant werden. Mit dem Windpark Sens-Champenoise betreut die Green Management 24 Windkraft- und Solarparks unterschiedlicher Größenordnung. Unser Kundenportfolio umfasst ca. 780 Investoren. Neben diesem Windpark haben wir bereits weitere 10 Projekte in Entwicklung. Hier konzentrieren wir uns bei der Windenergie auf das Departement Champagne-Ardennes sowie die angrenzenden Departements. Parallel dazu erfolgt eine starke Projektentwicklung in Südfrankreich im Bereich Photovoltaik. Der Windpark in Sens-Champenoise ist das erste komplett selbst entwickelte Projekt der Green Energy Gruppe in Frankreich und zugleich der Auftakt des verstärkten Engagements in dieser Region. In Sens-Champenoise jedenfalls ist man durchweg begeistert und kann es kaum erwarten, dass sich die Räder bald drehen werden. Alle Projektbeteiligten freuen sich bereits auf die Eröffnungsfeier des Windparks am 7. November 2014, zu der die Green Energy 3000 bereits heute herzlich einlädt.